So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Gameplay-Commentary auf in MW3 auf Bakara, der Map und in dem Spielmodus Herrschaft. Und ja, wie ihr gemerkt habt, ich habe lange Zeit kein MW3 mehr gebracht. Das liegt daran, dass ich MW3 einfach nur in letzter Zeit gar nicht mehr gespielt habe, also wirklich gar nicht. Und würde ich jetzt wieder MW3 spielen, müsste ich mir erstmal wieder reinspielen und das dauert wieder seine Zeit. Und bis dahin reiße ich keine guten Gameplays. Und deswegen gab es in letzter Zeit überhaupt nichts. Dieses Gameplay ist deswegen auch nicht von mir erspielt, sondern es ist ein Gastgameplay von einer meiner Abonnenten. Sein Name auf der PlayStation 3 ist einmal der Selkan Snipe mit einem Bindestrich irgendwo, das ist aber eigentlich egal. Und seinen wirklichen YouTube-Account werde ich natürlich auch verlinken, vielleicht hier einmal im Bild irgendwo und dann noch einmal in der Videobeschreibung. Ja. Ich glaube, der heißt irgendwas. Er heißt irgendwie mit COD 53 irgendwelche Zahlen, ne? Also diese Namen kann ich mir einfach nicht merken. Tut mir jetzt leid. Ich kann mir nicht so viele Zahlen jetzt so merken. Super. Und das ist. Gott, jetzt habe ich schon wieder ja gesagt. Das ist eben mit der Klasse. Das ist eine nackte ACR, glaube ich. Kein richtiger Aufsatz und hier auch sehr schön. Ein halber Dropshot. Ich weiß gar nicht, ob der einen anderen Namen hat, so ein nur hingehockter. ACR nackt, dann einmal zu den Perks, ich glaube Meisterschütze, Hardliner und das dritte weiß ich nicht, tut mir leid, also da habe ich keine Informationen zu, das andere war auch gerade nur geschätzt, aber die Abschussserien, die sieht man ja auch selber, einmal auf der 6 oder 7 den Kampfhubschrauber, auf der 9 die Reaper Drone, dann noch einmal auf der 12 den Payflow und ja, diese Abschussserienkombination ist eigentlich ganz, ganz cool, finde ich. Sie birgt aber auch ein großes Risiko und warum, das werde ich euch jetzt erklären. Ihr wisst ja, der Kampfhubschrauber und der Payflow sind eigenständig und räumen auch gut Kills ab. Das einzige Problem und der große Nachteil dabei ist, sie werden so schnell gegeiert. Und da muss man eben dieses Risiko eingehen und viel Glück haben, dass sie nicht gegeiert werden. Und falls sie nicht gegeiert werden, macht man da Kill. Und das ist schon richtig gut, aber es ist eine spannende Kombination, sagen wir es so. Und muss man sich eben entscheiden, ob man das machen will. Ja, und ich glaube, ich werde die vielleicht auch mal irgendwann ausprobieren, weil ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Und hier, er hat eben auch ein bisschen Glück dabei, dass sie nicht gegeiert werden. Und am Ende der Payflow, der geht dann nochmal richtig ab. Ich glaube, der macht 10, ja, nicht ganz 10, vielleicht 8 Kills. Und ich muss jetzt mal ein bisschen langsamer reden, damit ihr auch alles versteht. Und das ist übrigens schon der zweite Versuch dieser Aufnahme. Ne, sogar schon der dritte. Einmal eben kam meine Mutter rein. Alter, ich bin so ausgerastet, das könnt ihr gar nicht glauben. Oh, wie kann man so blöd sein bei mir bei der Aufnahme reinschneien? Ich schlag mir gerade gegen den Kopf, nur damit ihr wisst, welches Geräusch das ist. Und das erste Mal war einfach die Audiospur weg. Also ich habe aufgenommen, hatte die Audiospur, hab's gerendert und dann flipp, weg war sie. Das habe ich auch schon bei Facebook und bei YouTube geschrieben. Also da habt ihr nicht wirklich viel, also das wisst ihr jetzt schon, dass da kein MW3-Gameplay, also dieses sollte eigentlich schon vor ein paar Tagen kommen, aber ja, technische Probleme halt, deswegen kommt das erst jetzt. Ich weiß zwar nicht, wann jetzt ist, aber es ist jetzt. Und ja, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, meine Sprachquali ist wieder ein bisschen besser geworden. Das liegt aber diesmal nicht daran, dass ich ein neues Mikro habe. Da habe ich immer noch das Rode. Dann, ich habe auch kein neues Mischpult, sondern ich habe eine neue Soundkarte. Und was heißt das? Ich habe einen neuen PC. Und den PC habe ich mir selbst zusammengestellt. Zu den Informationen werde ich vielleicht irgendwann in einem anderen Video nochmal machen. Oder vielleicht auch irgendwann mal in die Kommentare einfach reinschreiben. Prozessor, RAM, Festplatte, Kühlung, keine Ahnung, was da alles drin ist. Also da ist wirklich sehr viel drin. Und deswegen ist eben auch eine neue Soundkarte drin und die macht meinen Sprachsound um einiges besser und nicht so abgehackt, weil in Assassin's Creed merkt man ja manchmal, ist meine Stimme einfach weg. Das lag einfach an der schlechten Soundkarte von meinem Notebook. Aber das ist ja jetzt behoben, ihr hört mich besser, ihr hört mich lauter, ihr hört mich klarer. Und ja, ne? Das war's dann. Jetzt, das ist zwar jetzt auch schon eine Woche her, aber ich will euch trotzdem die Information geben. Ich war ja, es kam ja so 7 Tage lang ungefähr kein Video, einmal eine Zeit lang. Dafür entschuldige ich mich jetzt auch schon mal. Das lag einfach daran, dass ich auf Klassenreise war und vergessen habe, das euch anzukündigen, dass ich weg bin. Und das war folgendermaßen, ich war eben 3-4 Tage lang in Weimar mit der Klasse. Und das war eben so eine Bildungsreise mit Goethe, Schiller, ihr wisst schon, den ganzen, nicht Müll, sondern den ganzen Stuss. Und danach war ich einem Donnerstag wieder hier, hab auch einen Assassin's Creed Part hochgeladen, ich glaube das war Nummer 10 oder so.
Und ja, dann das Problem dabei war, auf die Klassenreise durfte ich kein Notebook mitnehmen und danach, einen Tag danach, bin ich wieder auf eine Reise gegangen und da habe ich mein Notebook mitgenommen und wollte auch eigentlich was am Samstag hochladen. Konnte ich aber nicht, weil da auf das war ein Dorf oder sowas oder so ein kleines Mini-Örtchen. Und da links habt ihr gerade eine Person gesehen, ne? Dazu komme ich auch gleich nochmal. Und da hatte ich eben kein Internet und das hätte was gekostet und dann wollte ich sogar am letzten Tag noch etwas bezahlen fürs Internet und da ist... und da war es einfach nicht verfügbar, das heißt, es war defekt oder sowas, also so wie eben auf dem Dorf das WLAN meistens ist. Also ich will jetzt niemanden beleidigen, der auf dem Dorf wohnt, aber eben, na, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, und deswegen habe ich da nichts hochladen können, obwohl ich es ja wollte. Und deswegen kam dann erst später dann ein Battlefield 3 Gameplay und das war live kommentiert, das war ein Let's Play Battlefield. Im Multiplayer und das kam dann eben erst am Montag und dafür, das wollte ich euch einfach nur mal drüber informieren, damit ihr euch nicht jetzt nicht ohne Informationen einfach da stehen bleibt, ohne was zu wissen. Und weiter geht's. Ich wollte euch einfach mal fragen, mal wieder, habe ich zwar schon öfter gefragt, kam auch manchmal Antworten, aber hat mir noch nicht ganz so gefallen, welche Spiele ich Let's Playen soll, weil ich werde in nächster Zeit wahrscheinlich dann den Singleplayer von Crysis 3 durchspielen. Auch wenn ich Crysis 1 und 2 noch nicht auf meinem Kanal habe, aber das habe ich schon gespielt und ich habe jetzt keine Lust, etwas zu machen, was ich schon mal gespielt habe, wie Assassin's Creed. Ich will mal was Neues spielen, deswegen wird es wahrscheinlich der dritte Teil werden. Und vielleicht gebe ich ja noch eine kurze Einführung durch die ersten beiden Teile oder spielt sie doch einfach selber oder guckt sie euch beim anderen Let's Player an. Da gibt es ja auch welche, die das schon 1 und 2 gespielt haben. Und ja, ne? Dann werde ich wahrscheinlich 3 spielen. Und vielleicht noch andere Spiele, die euch vom Namen jetzt wahrscheinlich nichts sagen werden, die sind aber sehr, sehr geil gemacht. Nicht nur von der Engine, Grafik und so her, sondern auch von der Story. Und obwohl Watch Dogs würde euch vielleicht was sagen. Watch Dog. Oder, ja, vielleicht sagt euch das ja was. Und ja, und da wollte ich euch einfach fragen, ob ihr noch welche vorschlagen könnt, was ich spielen kann oder wozu ihr Lust hättet. Aber ich muss natürlich auch Spaß an dem Spiel haben. Ihr könnt mir jetzt nicht sowas schreiben wie Barbie im Schwansee Teil 45. Der Ritter von bla bla bla. Also sowas solltet ihr natürlich nicht vorschlagen, sondern Spiele, die wo ihr euch denken könnt, die mag ich auch. Obwohl ihr wisst ja noch nicht wirklich, wie viele Spiele ich mag und was für Spiele. Hab ja noch nicht so viele auf meinem Kanal. Und ja. Jetzt kommen wir mal kurz zur Spielanalyse, weil gleich ist das Spiel auch vorbei. Aim ist teilweise, also ist mittelmäßig, ist nicht perfekt. Perfekt wäre ja immer Headshot geben, das ist ja fast unmöglich. Ich kenne auch niemanden mit einem perfekten Aim. Weil nobody's perfect, ne? Wissen wir ja alle. Und das war hier auch schon der letzte Kill von ihm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schnell zur Analyse. Laufwege mittelmäßig, also nicht immer perfekt. Und eben, diesen, wo ich gesagt habe, guckt auf den Typen, da hat er auch einen kleinen Flüchtigkeitsfehler gemacht, den wir gesehen haben, aber er nicht. Laufwege eigentlich immer sehr gut, außer teilweise, also Flüchtigkeitsfehler passieren ja jeden Mal. Und das war ein 43.7 auf Bakara. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich überziehe jetzt kurz mit meinem Audiospur, aber ist ja egal. Schaltet wieder ein, wenn es etwas anderes heißt wie Assassin's Creed oder Battlefield oder Crysis. Wir werden uns sehen. Tschüss.